Liebe Kirchenentdecker, da wir uns leider immer noch nicht treffen können, nehmen wir diesen Gottesdienst hier in unserer Kirche St. Laurentius auf. Und ihr könnt ihn zu Hause anschauen. Schön, dass ihr jetzt zuschaut. Ohne euch ist die Kirche leer. Ihr feiert zu Hause einfach mit und wir haben eure Namensfische auf die Plätze in der Kirche verteilt. Wir läuten die Glocke und alle heben die Hand, bis wir nichts mehr hören. Lasst uns zusammen unser Eingangslied, die Großen und die Kleinen, singen. Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass Jesus immer bei uns ist. Zum Zeichen, dass er auch hier bei uns ist, zündet Melanie unsere Jesuskerze an. Wenn ihr euch eine Kerze bereitgestellt habt, könnt ihr das jetzt zu Hause auch machen. Lasst uns zusammen beten. Ich spreche das Gebet einmal komplett vor und dann beten wir es gemeinsam. Guter Gott, du bist bei uns alle Tage. Du begleitest uns auf unserem Weg. Du sorgst dich um uns und beschützt uns. Dafür danken wir dir. Amen. Guter Gott, guter Gott, du bist bei uns alle Tage. Du bist bei uns alle Tage. Du begleitest uns auf unserem Weg. Du begleitest uns auf unserem Weg. Du sorgst dich um uns. Du sorgst dich um uns. Und beschützt uns. Und beschützt uns. Dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir. Amen. Lasst uns zusammen das Lied singen, Erhält die ganze Welt. Thank you.
stellen jetzt mal die Jesuskerze zur Seite. Heute wollen wir zusammen die Geschichte von einem Schaf erzählen. Die Geschichte erzählt auch von Gott. Ich bin gespannt, ob ihr ihn entdeckt. Denn dieses Mal ist er ein bisschen versteckt. Das ist das Schaf Tilda. Es lebt zusammen mit vielen anderen Schafen auf einer Weide. In der Kirche würdet ihr die Schafe auf die Weide stellen. Da ihr heute zu Hause seid, stellen wir für euch die Schafe auf die Weide. Doch ihr könnt uns von zu Hause aus helfen. Gebt den Schafen eure Stimme. Wie machen die Schafe? Mäh. 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 Die Schafe leben nicht allein auf der Weide. Da ist jemand, der auf sie aufpasst. Es ist der Hirte. Bei ihm fühlen sich Tilda und die anderen Schafe wohl und sicher. Er gibt auf sie Acht und beschützt sie vor Gefahren. Außerhalb der Weide ist es gefährlich für die Schafe. Dort gibt es Dornenhecken, in denen sich die Schafe verletzen können. Hohe Berge und tiefe Schluchten. Schluchten, in die sie stürzen können.
Wilde Tiere, die die Schafe fressen wollen. Doch der Hirte passt gut auf Tilda und die anderen Schafe auf. Der Hirte hat seine Schafe sehr lieb. Er ruft sie. Sie hören auf seine Stimme und folgen ihm. Er sorgt für sie wie ein Vater und wie eine Mutter. Er führt sie an das Wasser, damit sie genug zu trinken haben. Er führt sie auf eine grüne Weide, damit sie genug zu fressen finden. Wenn ein Schaf sich verletzt hat, verbindet er seine Wunde. Der Hirte führt seine Schafe über Berge und Täler. Er passt auf, dass kein wildes Tier sich eines seiner Schafe holt. Auch in der Nacht passt der Hirte auf seine Schafe auf. Er wacht über sie. Er zündet ein Feuer an, das wärmt und die wilden Tiere vertreibt. Doch eines Tages passiert etwas. Der Hirte kommt mit seinen Schafen von der Weide zurück. Er versammelt alle Schafe am Stall. Dann fängt er an zu zählen. Er möchte nämlich sicher sein, dass er kein Schaf verloren hat. Also fängt der Hirte an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Aber ich hatte doch 20 Schafe,
denkt der Hirte. Ich glaube, mir fehlt ein Schaf. Ich muss noch mal zählen. Könnt ihr dem Hirten helfen beim Zählen? Zählt mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es sind wieder nur 19 Schafe. Oje, da fehlt ein Schaf. Kinder, was soll denn der Hirte jetzt machen? Was meint ihr? Was soll der Hirte jetzt bloß machen? Ein Schaf fehlt. Es vielleicht suchen? Ja, das ist eine Idee. Er könnte das eine Schaf suchen gehen. Aber was ist dann mit den anderen 19 Schafen? Auf die muss er doch aufpassen. Und soll er wegen einem einzigen Schaf alle anderen Schafe in Gefahr bringen? Warum soll er das machen? Aber er liebt das eine Schaf, das verloren gegangen ist. Und er weiß auch seinen Namen, so wie er die Namen von allen anderen Schafen auch kennt. Wisst ihr, welches Schaf fehlt? Welches Schaf ist nicht mehr bei den anderen dabei? Ja, genau, es ist das Schaf Tilda. Da sagt der Hirte, ich muss mein Schaf Tilda suchen. Es ist sicher irgendwo da draußen. Es hat sich verlaufen und findet nicht mehr nach Hause. Es hat bestimmt Angst und vielleicht friert es. Hoffentlich finde ich es zuerst, bevor es ein wildes Tier findet. Und so geht der Hirte los, um sein Schaf zu suchen. Und immerzu ruft der Hirte nach dem Schäfchen. Tilda, wo bist du? Tilda, wo bist du denn? Und ich glaube, jetzt können wir dem Hirten nochmal helfen. Ruf doch mal mit nach dem Schaf. Tilda! Tilda! Tilda, Tilda, wo bist du? Und auf einmal entdeckt der Hirte sein Schaf. Wo ist es? Habt ihr es gefunden? Da, es hat sich in den Bergen verirrt. Der Hirte nimmt es liebevoll in die Arme und sagt, da bist du ja. Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Oje, du bist ein bisschen verletzt. Komm, ich trage dich auf meinen Armen nach Hause. So trägt der gute Hirte sein verirrtes Schaf voller Freude zurück auf die Weide. Als er auf der Weide angekommen ist, da weckt er die anderen Schafe und zeigt ihnen das wiedergefundene Schaf. Alle begrüßen es mit einem freudigen Mäh. Und ihr könnt nochmal die Schafherde ganz laut vor Freude mähen lassen. Mäh! 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 Und Tilda? Tilda ist sehr froh, dass die Hirte es gefunden und nach Hause zurückgebracht hat. Und das ist das Ende der Geschichte.
Diese Geschichte hat Jesus erzählt. Er will uns etwas damit sagen. Denn Jesus erzählt von Gott. Habt ihr Gott entdeckt? Gott ist wie dieser gute Hirte. Und Gott sagt zu uns: Ich suche euch, wenn ihr euch verlaufen habt. Ich gehe euch hinterher. Keiner soll mir verloren gehen. Ich beschütze euch und bin bei euch. Habt Vertrauen zu mir. Deshalb wollen wir jetzt miteinander beten. Gott, du bist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Du gibst mir zu essen. Du gibst mir zu trinken. Du hast mich lieb und schenkst mir Freude. Du passt auf mich auf. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, hilfst du mir. Ich brauche keine Angst zu haben, denn du, Gott, bist mein Hirte. Gemeinsam singen wir das Lied, das wünsch ich sehr. Wir möchten jetzt zusammen die Fürbitten lesen. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich verirrt haben, schicke ihnen jemanden, der sie findet und ihnen hilft, den richtigen Weg zu finden. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die nicht mehr weiter wissen, schenke ihnen Menschen, die ihnen dabei helfen, einen neuen Weg zu gehen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir möchten jetzt zusammen das Vaterunser beten. Dazu stehen wir alle auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir möchten jetzt Martin um den Segen bitten. Am Ende des Kirchenentdecker-Gottesdienstes wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Gott, der niemanden allein lässt, der jeden sucht und findet. Der Herr segne dich, so wie die Sonne, die die Blumen zum Leuchten bringt. Der Herr segne dich, wie der Regen, der den Pflanzen den Saft zum Leben gibt. Der Herr segne dich, wie der Wind,
der die schwarzen Wolken vertreibt. Der Herr segne dich wie der Schnee, der alles Schmutzige bedeckt. Der Herr segne dich wie der Tag, der alles zum neuen Leben erweckt. Der Herr segne dich so wie die Nacht, die dir Ruhe gönnt vor dem Tag, Ruhe von den Lasten und der dich stärkt für ein neues Tun. So segne dich und alle, die du lieb hast, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Du bist jederzeit bei mir, wo ich stehe und stehe. Der nächste Gottesdienst der Kirchenentdecker ist am 6. September. Bis dahin liegen die Sommerferien. Wir wünschen euch eine wunderschöne Sommerferienzeit und hoffen, dass wir uns danach alle wieder hier treffen können zum nächsten Gottesdienst. Die Schäfchen, die hier heute in der Geschichte vorgekommen sind, die dürft ihr euch wieder abholen. Kommt einfach mit Mama, Papa vorbei, holt euch, hier vorm Altar steht die Kiste, die Schäfchen, und da ist auch das letzte Gebet, was wir eben gesprochen haben, den Psalm 23, den dürft ihr euch auch mitnehmen, können Mama und Papa euch vorlesen. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.